Hallo Freunde und damit willkommen zurück zu einem lang gespielt. Heute von der App Cheating Tom 2. Wurde mir vorgeschlagen, nicht der erste Teil. Ich weiß, vielleicht war der erste Teil nicht ganz so toll. Oder Tom Schummelt heißt es, glaube ich, auch. So als deutsche Übersetzung wahrscheinlich die deutsche Version davon. Wir spielen jetzt aber Cheating Tom 2. Und dann würde ich sagen, spielen wir einfach mal los. Und dann, ja, sehen wir unseren kleinen Tom. Das sind wir. Und das ist wahrscheinlich so ein Erzfeind. Auf seinem richtig krassen, geilen Skateboard. Jetzt muss er in die Schule. Er ist der beste Student. Ah nein, er wurde verdrängt, der Beste. Ah, okay. Das sind jetzt also wirklich Rivalen. Tom wurde verdrängt von der Erdnuss da unten. Und jetzt sollen wir unseren Schüler wählen. Entweder Tom oder Tammy. Ah, wen sonst? Hallo? Ich noch nicht Tammy, Alter. Ja, okay. Gut, was soll ich machen? Ich. Ja. Halte, um zu cheaten. Ah ja. Oh yeah, Dancing! Und wir sollen anscheinend immer die beste Note bekommen, A+. 35 Credits, 520 Coins, okay. Das heißt also, wir müssen immer Möglichkeit finden zu cheaten, abzuschreiben, zu spicken, andere Dinge zu tun und so weiter und so weiter. Und ich glaube, A+ heißt dann halt immer das Beste. Get at least a B, das heißt also mindestens ein B bekommen. Die Frage... Stopp, ich lasse dich nicht mehr abschreiben, du Arsch. Oh yeah, Dancing. Ja, wir haben bei den hinteren beiden abgeschrieben, netterweise. Waren die so gütig, uns abschreiben zu lassen. Ich werde gleich mal direkt vor der Lehrerin abschreiben. Mal gucken, ob die das mitbekommt. Oder ob sie so in ihren Softporno verwickelt ist. Get at least a C! This is a timed test. Okay, also in 52 Sekunden. Oh, die pennt, Alter. Nö. Warum guckt ihr eigentlich nur auf mich, blöde Kuh? Mach einen Abgang, ey. Oder. Angry students call a teacher. Oh, hör mal hier rum, du kleiner Bobby, du, ey. Okay, der will nicht mehr. Er hat zumindest schon mal ein C bekommen, schon mal gut. Ja, lass mich abschreiben. Ich bin nichts gewesen. So, hier, zack, direkt vorne hin. Auf geht's. Und Dancing! Guck mal, der kleine Nerd da hat sie gemeldet, ey. Du kleiner Bobby. 210 left to beat Sam. Okay, wir irgendwie noch... Achso, wir sollen... Ach, Sam ist anscheinend unser Rivale. Oh, sieht auch nicht schlecht aus. Aber dafür wird mein iPad wahrscheinlich zu schwach sein. Sam ist anscheinend unser Rivale. Wir können auch mal aufs Jahrbuch drücken. Scam Sam, the best looking boy in the school, according to himself. Ja, aber the quiet one, she doesn't say much, but when she does, it's really boring. The Queen Bee, was haben wir den Nerd? Ja, tatsächlich der Nerd. He secretly loves football, but his parents make him study all day. Okay, also hier auf den verschiedenen Leveln gibt es natürlich noch verschiedene Studenten. Dann hier Teacher haben wir auch noch, die olle Miss Conan. Hier, was das... Ja, Mrs. Stubel, all she wants is some peace and quiet to read her comics. Ja, wie gesagt, die liest einfach mal Comics während der Stunde, ist ja super. Taxidermy, was? Und Pop Quizzes on the Beach. Und was macht die? She's turned testing into an art form, a true inspiration to all teachers. Und Dancers! Chicken Noodle Soup! Eine Hühnchennudelsuppe als Tanz, okay. Schauen wir mal, welche Tänze wir sonst noch kriegen. So, da unten sind wir, okay. Nein, ich war es nicht. Oh, wir haben noch 13 Sekunden. Das ist aber wenig, was wir an Zeit haben. Vor allem, die wird er gleich ausrasten hier, ne? Oder? Ja, jetzt wird es schon ein bisschen wütender. Ah, lass mich in Ruhe, ey. Nur ein B bekommen. Okay, da frage ich mich jetzt, wie man das schaffen sollte. Interessant, wir versuchen es doch einmal. Vielleicht mal, ja. Vielleicht müssen wir erstmal die Wut auf sie lenken. Oder die Wut auf jemand anderen lenken. Angry students call the teachers. Ha! Dancing! Chicken Noodle Soup! Na, jetzt hab ich mich mit dem B zufrieden gebe. Hallo?
Sehe ich so aus? Natürlich nicht. Ja, Tom schummelt sich super zur Eins jedes Mal. Make all students angry. Na, aber Logo, komm mal her, ihr Kleiner. So, Nummer 1 geschafft. Der ist schon mal ein bisschen sauerlich. Der ist auch angry. Dann werden wir natürlich hier den auch noch angry machen. Raising Hack, Finishing Angel Management Level. Gut, ist jetzt nicht allzu schwierig gewesen, weil du das eh nur geschafft hättest, wenn alle rageig waren. Aber die Werbung gefällt mir. Also, die Art der Werbung. Es hat keine Videos, keine nervigen. Cheat with friends across all devices. Glock in the state mode. Okay, 500 von links und play across all devices. Also, wenn man halt auf mehreren Geräten spielen möchte, dann kann man sich definitiv mit Facebook verbinden. Kann man halt überall spielen. Make all students angry. Schon wieder. Nummer 1 haben wir schon mal fertig. Easy. Na, ist ja wohl kein Problem mehr, oder? Na, das ist jetzt ein bisschen schwieriger, weil sie lässt sich hier nicht so einfach angrieren. Ha, geschafft. Dreimal der Nerd, Alter. Was ist denn mit denen verkehrt? Dreimal ein Nerd. Power-Up unlocked Ghost. Okay, jetzt haben wir einen Geist freigeschaltet. Er ist ein Geist. Okay, sind wir Stein oder was? Ha, ich war's nicht. Guck mal, der wird ein bisschen leichter angrier. Get the power up. Ich bin ein Geist. Wahrscheinlich kann ich dann in den Dings stehen bleiben, in dem Raging. Denke mal, einmal probieren. Okay. Ich will das A haben. A plus, wunderbar. Immer noch die Chicken Noodle Soup. Komm, was Neues hierher, ey. 70, um Sam zu schlagen. Das heißt, wir brauchen nicht mehr viel. Dann haben wir Sam geschlagen und den Ghost Power-Up ist auch nicht schlecht. So, was haben wir da oben? Ghost Duration, 7 Sekunden plus 1 und für 2000 Coins kriegen wir halt noch eine Sekunde mehr dazu. Ist das super? Ich meine, wir haben so viele Coins, wir haben 3000 Coins, was ich damit machen sonst. Also die ganze Fähigkeit kann man da so aufstufen. Sie sind Engel, ja? Man sieht ja nicht so, ey, die heulen da rum, ey. Ist mit denen verkehrt? Habe ich hier irgendwo einen Geist? Achso, hier alle Studenten noch angry machen, ja? No! No! Okay, das heißt, ich habe... Oh, busted! Achso, das sind unsere Tickets, die wir noch... Ah, verstehe. Verstehe, verstehe. Das sind unsere Tickets, die wir noch machen können, glaube ich. Oder die wir extra, weiß ich gar nicht. Das sieht halt komisch aus. Make the teacher pets cry. Hä, wo ist der Teacher? Wobei es natürlich leichter wäre, ja, ich wollte schon sagen, erstmal den hier eigentlich zu machen, aber okay. Ja, ein bisschen Zeit. 20 Sekunden ist noch ordentlich Zeit. Um den noch ein bisschen angry zu machen. Da haben wir einen Ghost gehabt, aber gut. Grinsebacken, ey. Holy shit. Easy. So, 35 left to beat Sam, okay. Hast also gleich beim nächsten Level haben wir Sam geschlagen. Da ist das Schlagelevel. Schauen wir mal. Da gibt es anscheinend so einen Bossgegner nach der 10. Zwischen der 10 und der 11 ist ein Dings gewesen. Ein Level halt. Oh, hier ist schon wieder ein bisschen langsamer hier, die Olle. Oh, da haben wir einen Geist. Mal 2. Guck mal hier. Wow. Yes. Ich war's nicht. Making the gentle giant kid angry. Ghost. Hi. Und dann kriegen wir locker das A hin. Immer noch Chicken Noodle Soup. Was los hier? Oh, das ist ein dickes Kind gewesen. Student of the Month. Okay, wir sind der Student oder der Schüler des Monats. Kann man das irgendwo sehen? Die 10. Hier unten vielleicht? Ne, kommen nur raus. Okay, Jahrbuch. Das Students.
Ja, okay, sagt mir nicht viel. Ja, machen wir die 10. Machen wir noch die 10 und das komische Level danach. Sieht so aus wie ein Boss-Level. Make all students angry. Aber den Nerds ist nicht allzu schwierig, oder? Da ist es nicht allzu schwierig. Oh, ein Ghost. Ach, schade. Oh, mal 2. Ich bin unschuldig, wie immer. Wie immer bin ich unschuldig, was sonst? Oh, das ist ein Geist. I'm a ghost. Ich bin Ghosty. Boogie down. Unlock the first dance. New dance. Unlock the cross. Okay. Ja, das ist auch nicht schlecht. Okay, sehr schön. Aber doch, wir haben trotzdem das A+ bekommen. Sehr, sehr nice. 35 Credits wieder Student of the Month immer noch. Und da sind wir aktuell mit 350 Punkten. Yeah. Review Cheating Tom. No thanks, jetzt nicht. Das heißt, also hier ist anscheinend immer die Abschlussprüfung bei der 10. Das heißt also, bis dahin muss man Tom, den anderen besiegt haben, Sam. Und wenn man das nicht geschafft hat, dann kommen wir wahrscheinlich auch nicht weiter. Hast du also so einen Punktevergleich? Ja, machen wir ein Level machen wir noch. Get at least a B, okay, sollte nicht allzu schwierig sein. Boah, der hat ein großes Auge, wa? Können wir gleich hier hinlaufen? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Die cheatet! Wir können jetzt continuen. Aber ich werde die Tickets nicht benutzen. Ist mir egal. Red Tree. Okay. Ja. 50 Sekunden Zeit ist nicht allzu viel Zeit. Die hat gecheatet, Alter. Was ist mit der verkehrt? Uiuiuiui. Die hat ein Auge auf uns. Mich lasse ich sie mir abschreiben. Der Typ, ey. Und wir gehen sie bestimmt nochmal zurück. Oh, da ist ein Ghost. Wo ist denn der Tom? Bitte. Yeah, jetzt dance in aller Dance, ey. Okay, sehr schön. Wunderbar, wunderbar. Jetzt habe ich nicht gesehen, haben wir mehr als Tom jetzt oder aktuell noch nicht? Ja, muss man ganz mal eins machen. Oder sind wir immer noch der Student des Monats? Achso, der wollte uns verlassen, oder wie? Geht da mal gar nicht, alle. Hallo? Dum -dum 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 -dum. Alter, ein bisschen delayed hier. Soll ich mich eigentlich um die kümmern? 10 Sekunden nur noch. Ja! Dance! Okay, wunderbar. Wir haben wieder das Level geschafft. Okay, 135, um Sam zu besiegen. Also wir müssen noch einige vier Stück auf A plus schaffen. Dann haben wir ihn auf jeden Fall besiegt. Für diesen Monat, das ist wahrscheinlich mal wieder Monate. Power-Up Unlock Teleport, okay. Und hier gibt es auch wieder. Na, schauen wir, okay, es gibt gar nicht so viele. 100 nur. So viel sind es jetzt gar nicht, ne? Also, ist eigentlich recht schaffbar. Sonst gibt es immer Spiele mit 6000 Leveln oder 600 oder keine Ahnung wie viel. 900.000, whatever. Ja, das war gewesen. Tom schummelt oder Cheating Tom 2. Wer spielen möchte, ist eigentlich ein ganz witziges Spiel. Kann man so ein bisschen abschreiben lernen. Ist immer hilfreich. Und ja, da würde ich sagen, viel Spaß damit. Links in der Videobeschreibung, gerne mal eure Meinung zum Spiel. Und dann sehen wir uns beim nächsten Angespielt wieder. Ciao, Leute.